musste ich sofort an meinen Leihsohn Paul denken. Paul ist 2 Jahre alt, ein kleiner Wonneproppen, hat noch nicht ganz viele Haare auf dem Kopf, aber strahlt und lacht immer. Und diejenigen von Ihnen, die Kinder haben, kennen vielleicht auch die Zeiten, wenn die Kinder krank sind. Dann sind die ein bisschen miesepetrig drauf, ein bisschen nörgelig und irgendwie, mh. Das war beim letzten Mal auch so, als ich ihn besucht habe. Und das war ganz schön. Wir sind dann zum Arzt gegangen, haben so einen Saft bekommen, den hat er dann zu nehmen. Und dann, oh Michael, das kannst du ja mal machen. Okay, na, als verantwortungsbewusster Leihvater macht man das natürlich. Also, ich hole mir die Flasche, mache den Deckel auf. Puh. Paul, guck mal, ist Medizin, ist gut für dich. Dann geht's dir gleich wieder besser. Ja, komm ran. Ist wirklich gut für dich, komm. Ne? Danach bist du wieder gesund. Willst du wieder gesund werden? Dann nimm mal einen Löffel von der Medizin. Und mein Freund Marc steht daneben, lacht sich fast kaputt. Ich sag, was? Mann, Michael, pack das Zeug doch in Fruchtzwerg. Kennen Sie Fruchtzwerge? Ja, diese kleinen Joghurt. Na, Löffel genommen, zack, rein, umgedreht, damit er es nicht sieht. Na, Paul, willst du ein Fruchtzwerg? Und dann hat er das Ding weggelöffelt. Und schon war die Medizin weg. Und manchmal ist die Medizin halt die Information, die sie anderen vermitteln wollen. Und die ist manchmal schwer verdaulich, weil sie langweilig ist, weil es zu viel ist. Manchmal, wenn sie Führungskraft sind, haben sie auch schlechte Nachrichten zu überbringen. Dann ist die Medizin halt bitter. Und dann ist es hilfreich, wenn sie ihre Informationen rüberbringen wollen, damit die auch geschluckt wird, dass sie die in ein Story-Fruchtzwerg verpacken und dann halt auf angenehme Art und Weise präsentieren.